Guten Morgen. Heute ist der erste Tag, an dem die Kita wieder aufmacht. Seit 3 Monaten oder über 3 Monaten. Ich fass es nicht. Endlich mal, das hört sich jetzt böse an, aber endlich mal hat sie auch ein bisschen Zeit für sich. So, wir sind endlich da. Jetzt stehen ja immer Lehrer, die mir sagen, welche Klasse ich muss. Gut, danach ab wieder nach Hause schnell. Hallo, guten Morgen. Und da sind wir im Laden. Und ich habe einen Check zu machen. Jetzt kommen die ganzen Leute so mit diesen Frühjahrschecks. Checkse. Und hier sehen wir schon ein platter Reifen. Hoppala! Jo, heißt das da. Machen wir den noch gleich mal. Schweinekalt ist hier draußen. Muss ich mal sagen. Und den Zug gleich mal kontrollieren, den Bremsbelag gleich kontrollieren. Der Bremsbelag sieht aber sehr neu aus. Also der ist wirklich jetzt mal hier gerade erst gemacht. Aber hier, oh, der Zug ist mal ja nicht. Sehr rostig. Rostig. Und auch in diesem Jahr gilt übrigens für alle, der Blog richtet sich an die Leute, die es interessiert und die sowas gut finden und nicht an die, die nicht wissen wohin mit ihrer Zeit und einfach nur nörgeln wollen. Also auch in diesem Jahr gilt, wie gesagt, seht das nicht als Zwang hier. Ich weiß, das wissen alle, die wirklich normal denken können, wissen das ja auch. Aber an all die anderen, ihr müsst euch das nicht angucken. Es entsteht kein Zwang. Seid euch gewiss, euch passiert nichts, wenn ihr es nicht schaut. Es ist hier, wie gesagt, nicht wie im Osten. Habt ihr aktuelle Kamera geguckt? Oder so, ja. Nee, Weltspiegel. Und dann gab es gleich wieder, boah, wieder oben drauf. Ja, weil wir haben auch in diesem Jahr wieder Nörgler natürlich unterwegs, wahrscheinlich jetzt sogar. Es werden auch immer mehr werden, da kommen wir nicht drum rum, das ist ganz normal. Die Leute, denen es überhaupt nicht gefällt. Mich wundert halt nur, dass sie dennoch eben so lange dabei bleiben. Also was ja wirklich kurios ist. Aber so ist es halt. Und deswegen ist nur dieser kurze Hinweis. Ihr wisst, es sind keine Lehrvideos nach dem Motto, so macht man es oder so macht man es nicht. Außer ich mache speziell so ein Video, diese ganz kurzen Dinger, so wie zum Beispiel ihren Armdynamo-Stecker anschließen. Also der hat schon vielen geholfen, das Video. Das hätte ich nie gedacht, dass so eine kleinen Videos auch den Leuten helfen. Ja. So eine Videos kann ich öfter machen. Ihr müsst mir nur mal so vielleicht ein paar, wenn ihr Bock habt, gebt ihr mir so ein paar Tipps. Macht doch mal das oder macht doch mal das. Tutorial. Das wäre ja vielleicht machbar, weil ich weiß ja gar nicht, was so gewünscht ist. Ja? Ich kann es dann zwar auch nicht zeitnah erfüllen, aber ich erfülle das. Irgendwann mache ich das. Ich mache mir so eine Liste, davon Video und dann machen wir das. Oh, hier, guck mal, der arbeitet überhaupt nicht. Mambo, hey. Total in Ordnung. Von Charlies Tante. Von dem Film Charlies Tante, nicht von Charlies Tante. Wer ihn kennt, weiß warum. Was für ein toller Film war. Also ich habe den mal wieder geguckt. Und mit meiner Tochter zusammen, mit Anouk. Und Anouk hat jetzt gesagt, sie ist jetzt Heinz-Rühmann-Fan. Sie findet den so lustig, sie hat sich so beäumelt vor Lachen. Das ist so witzig und hat sich den sogar normal angemacht. Alleine. Ist alleine gesessen, hat einen DVD-Player und hat den angemacht und hat sich hingesetzt und hat sich tot gelacht. Also ist schon kurios. Anouk ist auch so. Fällt so raus aus diesem typischen. Die meinte auch, nächstes Mal, wenn sie in der Schule einen Film gucken und Filme mitbringen können, dann nimmt sie den mit. Und ich sage, naja, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt bei den anderen Mitschülern, aber wer weiß, vielleicht ist die neue Generation ja wieder so,
klassisch. Das ist ja auch ein Schnulzen-Klassiker, Alter. Vom Allerfeinsten ist er. Für ein. Was für ein Talent. Klamauk. Aus einer sorgenfreien Zeit wahrscheinlich. Wo man nichts anderes. Keine anderen Sorgen hatte. Sehr witzig. Oh, ich bin mal langsam mal hier. Genau, Schubserung. Jesus. Das Schloss ist offen. Gibt nichts Schlimmeres als Schlösser hier drum, die einen behindern so bei der Arbeit. Das nervt voll ab, ey. So, hinten sind die Bremsbeläge auch noch fresh. Richtig schön. Die sind richtig schön in Ordnung. Intakt. Intakt. Schnitt. Die geht. Die läuft. Ja, die eingeklemmte Kette hat sich erledigt, offensichtlich. Hat tatsächlich nur ein bisschen eingeklemmt. Checken wir den Reifen. Lang auf einer Kante gestanden hier. Das ist richtig angedämmt. Platt auf irgendeiner Kante. Oh, auch noch. Naja, wenn auf der anderen Seite die Winde schon so aussieht, ja. Dann nur noch. Also das kann, ich habe extra so einen Sattelspann, also das kann noch kaputt gehen und so weiter. Jetzt nehmen wir das raus. Achso. Haben wir schon, also, aber müsstest du da lassen kurz. Ja. Ja, muss ich, krieg schon raus. Okay, kein Problem, cool. Wenn zur Not muss ich es zersägen. Ja. Aufsägen hier auf der Seite. Okay. Ey, weißt du, kannst du den Dach schon vorbeikommen wieder? Oder? Ja, klar. Ja, okay. Ja. Also ich mache erstmal das Rad fertig und dann mach ich das in Ruhe, also okay. Zwischendurch. Perfekt. Ja? Danke. Ja, bitte. Bis später. Jetzt Schlauch. Ja, wieder so viel schneiden, wa? Ah, ist ja furchtbar. So, was wollen jetzt? Ah, ist mit der Wolfgang wieder total abgelenkt. Habt ihr nicht verpasst an den Nachrichten? Da gab es nichts Tolles. Na, sag mal, wo ist denn? Braucht man eine neue Pumpe wieder.
Dann müssen wir noch ein bisschen zentrieren. Perfekt. Oh, Höhenschlag. Den kriegen wir auch nicht raus. Der kommt richtig so zack, tack, tack, tack. Da ist nichts zu lösen. Die ballern hier auch alle über die Bordsteine immer. Wie die Gas. Na komm schon. Also, was sagt uns das? Dieses Klang-Klang-Geräusch sagt uns, wir müssen nachspannen. Quatsch. Nicht nachspannen, wir müssen begrenzen. Check beendet. Yay. Ein Traum in Blau-Gelb. Dass ich sowas hier in die Werkstatt verirrt, verdanke ich nur einem Kunden. Da habe ich nur einen Kunden, der mit sowas hier immer unterwegs ist. Hat er für seine Freundin gekauft. Und soll jetzt einmal durchgecheckt werden, beziehungsweise die Gänge funktionieren nicht so richtig. XT-Schaltwerk, Kette, die Kassette sieht wirklich aus. Tippitoppi, tippitoppi, also wirklich schön. Mavic Laufräder, Cannondale F700. Ui, ja, naja, es verharzt ohne Ende. Beide, tot die Stand, das sind nicht die Züge. Also, das sind auch die Züge natürlich, aber. Eieiei. Vor allem ist es die Schaltung. Oh. Also müssen wir die Schaltung selbst austauschen. Das ist ein Inverse-Schaltwerk, oder? Deswegen ist das da. Das ist innen drin verharzt ohne Ende. Ja. Also, wenn es sich so anfühlt, so wie Sirup, als würdest du in Sirup drücken, hier, seht ihr, wie langsam der zurückkommt, da? Jetzt sieht man, ne? Zack! 21, 22, 23. Wenn er fast 3 Sekunden braucht, dass der Hebel zurückkommt, dann wisst ihr, den könnt ihr erstmal im auskochen und das war's. Ja, voll raufgeballert, die Teile. Die passen eigentlich gar nicht richtig. Okay, die Griffe wollt ihr auch erneuern. Dann kann man die quasi auch gleich ablassen. Zumindest kommen die ja eh erstmal ab. Dann mache ich die in eine Tüte. Und dann kann er ja selber entscheiden, was er damit macht. Wäre ja sinnvoll, gleich alles mit einmal zu machen. Ja? Also erstmal ab und beiseite packen. Gibt es eine schöne Tüte. Ein Doggy Bag quasi. Jetzt kommen die
Bremsen runter. Jetzt lösen wir die Bremsen. Muss eh alles weiter nach außen gesetzt werden, dann ist auch klar. Und zu guter Letzt lösen wir die Schaltschnur. Zack. Der Fünfer. Der große. Wo ist er? Das ist eigentlich die Vorbereitung für die Arbeit. Erstmal alles. Oh Gott, das will ich runterbauen. Den machen wir noch weg. Der ist hier schon ganz oft gedröselt, sowieso der Draht, also die Züge müssten sowieso oder so neu. Das ist schon die richtige Entscheidung. Schön, traumhaft. Traumhaft, schöner Zustand von dem Rahmen. Total toll. Gut. Das war's jetzt erstmal sogar bei dem Rad. Die Züge werden jetzt. Jetzt werden erstmal die Schalter gewaschen und dann gucken wir mal. Und dann gibt es neue Züge später. Ja, und hier zeigt sich wieder bei den beiden Schaltern das Problem vom Kosten-Nutzen-Faktor oder von der Wirtschaftlichkeit. Ja, wenn ich jetzt hier die Dinger reinige und alles, das kostet quasi mehr als die Dinger wahrscheinlich in neu oder im super Zustand irgendwo im Netz kosten. Aber so ist es halt. Ich meine, was soll ich machen? Dann kommt ja noch Versand dazu und die Dinger würden dann im Müll landen? Fragezeichen. Also, die sind nicht kaputt, da ist nichts dran an den Dingern, die sind tippitoppi wahrscheinlich im Zustand. Das ganze Rad ist wenig gefahren, aber die sind einfach tot gestanden. Da ist altes Fett drin, vor irgendwie 20 Jahre, 30 Jahre altes. Ja, 30 nicht, war. Oder 30 schon? Na klar. Fast 25 Jahre altes Fett. Und das ist dann halt durch. Ne? Willst du machen? Ja, keine Ahnung, wie alt ist das hier? F700, diese Tier? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wahrscheinlich 20 Jahre alt. Bin halt auch kein Cannondale-Experte. So, jetzt schraube ich erstmal alle Teile noch ab, die so Kleinteile sind, die man jetzt beim Reinigen nicht gebrauchen kann. Das ist die Pumpe, die daran schuld ist. Hier. Taufrisch, aber Wie Harz. Das kann man schon hören. Okay. Ja, das war's erstmal.
weiter. Vielleicht sehen wir uns wieder. So. Da hat jeder sein Süppchen zu kochen hier, ne? Also schönes Bad. Wunderschönes Tommys Kochstudio. So, aber die nehmen wir da. Das ist aber auch heiß, Wand. Achtung, gucken wir mal. Heiß! So, damit jetzt so bleibt. Gleich mal drauf. So, dann packen wir erstmal hier auf. Das ist jetzt hier, ist heiß. Das ist ja kochendes Wasser auch gewesen, fast. Also fast, eine ganz kleine Flamme. Richtig schön heiß, auf alle Fälle. Ja, so ist perfekt. Ja, dann hier. So, gut. Das ist. Müssen wir jetzt mal abkühlen. Der gute Fitbad kommt weg. Ist nämlich fit drin auch. So. Frisch aus Tommys Kochstudio. Neu serviert. Deore Schalthebel. Heute im Angebot. So, dann werden sie nochmal in den Keller geschmissen und dann geschaut, ob es schon reicht, ob es schon richtig gereicht hat. Guck mal, wenn so richtig Dreck kommt, dann schon noch raus. Die lassen wir jetzt abkühlen. Danach legen wir sie in den Keller noch ein bisschen und gucken da, wäre fast minus gerade mittlerweile, wie sie da funktionieren. Na, wenn sie dann wieder einmal frei funktionieren, werden sie eingebaut. Wie gesagt, das alles jetzt hier auseinandernehmen und reinigen, penibelst, mechanisch, macht überhaupt keinen Sinn. Also da guckt man sich die Dinger dann und dann ist gut. Also das ist zu viel Arbeit. Wenn man natürlich am Nordpol wohnt und nichts anderes hat, dann muss man nicht machen. Guck mal, wie dreckig, ne? Doch, ganz schön mistig. Ja, das war Tommys Kochstudio für heute. Jetzt packe ich sie, wie gesagt, hier unten im Keller hin, damit sie auch nochmal abkühlen. Und dann schauen wir mal 2 Stunden vorbei. Schauen wir sie uns nochmal an, ob es immer noch einmal frei funktioniert. Und wenn es dann wunderbar funktioniert, werden sie wieder zusammengebaut und dann kommen die neuen Züge rein und dann kann er eigentlich sein Rad wieder abholen. Insofern. Ja, wesentlich, auf alle Fälle wesentlich, zwar ein bisschen teurer als neu, einfach alles neu nehmen, aus dem Regal, aber wesentlich schneller. Ja, weil dann hat er heute gleich wieder. So schnell ist er nicht. Wenn er heute in den Laden geht, sind die Dinger ja auch teurer. Die Mädchen zahlt er ja auch mehr. Und er hat längere Wege. So hat er es einfach abgegeben, hat nichts damit zu tun, ruht sich aus, zack, zack, kommt hierher, das Ding ist fertig, holt er ab und dann fahrt. Ey? Oh, wir gucken mal. Schön, das ist jetzt 1 Stunde lang abgekühlt hier, ist schön, schön eisig. Ja. Ist ein bisschen träger geworden wieder. Ja, aber funktioniert. Also kann man einbauen.
Ja. Ja, ja. Ja. Lass die Scheibe nicht fallen. So. Den nehmen wir auf. Dann kommt noch ein bisschen Sprühung rein. Und das war's. Tja, das war's für heute. Oh. Schaltet einmal frei, alles cool. Super. Ja, der was damit zu tun hat. Erleben. Hi. Tja, Check für Donnerstag. Naja, gut. Dann haben wir Donnerstag auch schon Patienten. Ein Großcheck mit Speichen, mit Antrieb und so. Ja, doch. Oh Mensch, wer ruft das Zinken? Nochmal, letzter Auftrag für heute. Die Twinrad ist gekommen und hier hat das Schaltwerk auf hier geraucht. Schön zerfleddert. Schön verbogen. Vielleicht kriegen wir das sogar nochmal gerichtet. Ah, es wird nicht mehr präzise schalten. Nee, es ist total verbogen in sich. Wie so ein Ei, so gut verdreht. Und das Schaltauge ist defekt. Das werde ich vorbereiten für morgen noch. Das ist dann die morgendliche Reparatur. Die morgendliche. Falls ich das Schaltauge bekomme. Wie gesagt, das ist immer so eine Sache. Kann ja auch sehr speziell sein. Schauen wir mal. So, vorbereitet ist es. Der Teil ist ausgebaut. Da seht ihr. Sicherlich könnte man jetzt echt nochmal probieren, das hier zurecht zu dengeln, aber dann bilden sich meist irgendwelche Risse. Und grundsätzlich biegt man Aluminium nicht wieder zurück. Das macht man nicht. Deswegen. Und auch hier, also das Schaltauge selbst, also das Gewinde ist ja schon schön oval gezogen. Da ist nichts mehr zu löten. Also, ja, wenn es so einen leichten Ditch hat, dann kann man noch immer so einen Ditch auf die andere Seite und dann ist gut, ja. Und man kommt erstmal wieder bis nach Hause, aber. Nee, nee, mehr machen wir da auch nicht.
Jetzt mal was anderes hier. Ich habe hier ein Rad. Das hatte ich inseriert zum billig Preis. 70 Euro im Bergamont MTB zum selber wieder herrichten oder so, ja. Mit Nabendynamo, mit XT-Schaltwerk und so weiter. Aluminiumrahmen. Also für 70 Euro war das schon recht günstig angeboten. Wurde nicht verkauft. So, jetzt bin ich so weit, dass ich sage, nee, dann baue ich das auf für mich. Nicht für mich, sondern für den Laden. Für Leute, die hier ein Rad mieten wollen oder so. Nehmen das Ding als Mietrad. Eine schlechte Basis ist es ja nicht. Also fangen wir erstmal an, damit abzubauen, was defekt ist. Hui! Du nicht. Soll ich mich jetzt da so abmühen, ne? Oh, ich hätte noch 65 Euro bezahlt. Ja, ja. Dein Mutter zahlt auch 65 Euro. Diese Kackgabel, die hier drin ist, ja, wirklich. So eine Drecksgabel. So. Zack. Warum will ich denn die Gabel retten? Macht ja überhaupt keinen Sinn. Die Vorhaut will ich nie retten, die Gabel will ich nie retten. Das ist doch alles Müll. Das ist ja der größte Schrott, der größte Hustenliste doch. Keine Energie verschwenden, an so was nicht. Ja, sieht so böse aus, ne? Keine Meile. Okay, neuer Steuersatz ist drin, andere Gabel ist drin. Hier, da kurz gucken. Die Gabel, die ich lackiert habe, mal. Von der Seite ist drin. So, jetzt machen wir halt richtig, schönes Mietrad draus. Hier so ein Special Mietrad hier von uns. Ja, wie es weitergeht, werden wir mal sehen hier. Wie gesagt, der Lenker kommt hier ran. Das ist ja schon mal Fakt. So eine Kackklingel hier. So ein Kack. Ein richtig schönes buntes Ding hier. Ja, guck, das passt doch. Das ist doch perfekt. So wie die Faust aufs Auge hier. PVs aus blauer Auge. Die Klingel ist auch dabei. Fantastisch. Zack. Zack.
Also nochmal hier, die Pedalen, die sind total Schrott. Kann ich nicht verwenden, die kriege ich aber auch nicht ab. Sind hier festgeeitert hier drin. Also muss ich hier die Kurbel abziehen. Zieh auf der anderen Seite die Kurbel ab, schmeiß die weg. Und dann machen wir die ohne neu. Dann machen wir eine Single Speed vorne drauf hier mit einem Gang vorne und 7 hinten oder so. So machen wir das. Eingang 8, Eingang 7, irgendwie so. Für Mietrad reicht das allemal. Guck mal, erster Tag jetzt so nach schnellem Umbauen, Rumbauen. So sieht's aus. Schön hoch vorne. Schön aufrecht und variabel. Man kann ja noch ein Stück runter mit dem Lenker immer so, mit wenn man die Spacer hier nach oben versetzt, immer so. Das klappt eben ganz gut. Nabendynamo ist dran, kommt auch Licht natürlich ran. Kommt natürlich auch wieder vermutlich irgendein Blech, Steckblech-Set ran. Hinten das Blech, das feste Blech werden wir doch abnehmen. Es ist ja immer so, dass die Aufbauten bei mir dann immer so wachsen mit der Zeit. Und dann sage ich mir, ah nee, das fällt mir doch nicht. Das mache ich dann so, nicht zwei verschiedene. Am Ende wird es doch zu schön. Vorne kommt eine einfach Garnitur ran. Hinten lassen wir achtfach, also haben wir 8 Gänge. Das reicht völlig aus für die Stadt und sollte auch gehen mit den Ketten, mit der Kettenlinie und so. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Bereifung kommt natürlich neu, Schläuche kommen neu. Ja, alles nicht jetzt sofort und gleich, aber eben dann mit der Zeit. Ja, dann gucken wir mal, was sonst noch so gemacht werden kann. Tja, mit der Gabel, das macht schon was her. Das sieht so voll flächig aus. So. Ja, passt halt zu meinen Mieträdern. Schön gerade, schön, ist eine schöne Geometrie irgendwie so. Ich glaube, es fährt sich ganz gemütlich. Fast so Willi-mäßig denn. Und ist halt auch eine Platzhaltergabel, also sprich, die gleicht so die nicht vorhandene, die jetzt nicht mehr vorhandene Federgabel aus. Ein bisschen deswegen ist die Bolte hier so unheimlich hoch auf hier vorne. Ne? Neue Bremse ran und so weiter. Naja, gut, wieder ein Projekt. Mehr. Ja, und damit verabschiede ich mich von euch für heute und wir sehen uns morgen wieder oder so oder übermorgen oder übermorgen. Bis dann. Ciao.